Ja, hier, bleib mal hier. Hit. Und Attacke. Gekocht, in Ordnung. Herr Elefant, 7 von. Hat nichts gebracht. Und du? 4 von 9, sehr gut. Sehr gut. Ja, Puma, willst du jetzt sterben? Also wollen bestimmt, ne? Aber man könnte dich jetzt sterben lassen. Mit wem denn? Mit Nora? Nora, du warst doch sorgfältige Schützin, oder? Ja, warst du. Aber jetzt ist gerade Regenwetter. Das ist doof. Weil bei Regenwetter sind Fernkampfwaffen ungenauer. Dann treffen die nix. Und das ist natürlich doof, weil der Puma, der kommt trotzdem angerannt. Den juckt das nicht. Von daher warten wir mal, bis hier der Regen weg ist. Bevor wir das machen. Das hier kann mal aus dem Vorgarten getragen werden. Die Dinger. Hier können wir später schön ein geothermales Kraftwerk drauf bauen. Das ist ja ein Geysir. Ja. Da unten steht's. Geysir. Aber das dauert noch. Das ist relativ spät in der Forschung. Und im Moment passiert ja forschungsmäßig eigentlich gar nichts. Weil Pyro wieder am Bauen ist und sonst haben wir keinen Forscher. Der hier. Ja, er kann es nicht. O'Donovan kann's auch, ne, Nora kann's, geht so. Chamber kann's nicht, Büro kann's und Hera kann's auch. Hera kann's leider nicht lernen, aber sie kann's machen. Aber sowohl Pyro als auch Hera sind halt ziemlich beschäftigt. Deswegen passiert da gerade nichts. Naja, so ist das manchmal. Aber es ist bisher ziemlich ruhig hier, ne? Kein Weltuntergang. Ach ja, cool. Wieder Agave übrig. Was machst du denn jetzt? Erntet Mais. Ja, mach das. Ist in Ordnung. Gorilla macht das auch gleich. 2 Stück. Fertig. Gut. Eben gehen. Schnauze voll. Was ist das? Arbeitsrausch. Aha. Ihrer Lehrer wurde gerade inspiriert. In den nächsten 24 Stunden 2,5-fach schneller arbeiten. Okay. Das ist schön. Was macht sie eigentlich? Also, sie hat gerade das Tierchen trainiert. 96% hat sie da. Wahnsinn. Ja, ich glaube, die ganzen Arbeiten, die sie macht, die profitieren dann nicht wirklich super davon. Also, das Kochen ja. Aber ansonsten, wenn sie hier mit dem Typen spricht. Hier, du hast ein Gästebett. Kannst du dich dann hinlegen. Dann kannst du sagen, oh, wie schön das hier war. Da komme ich wieder. Zu wem gehörst denn du? Blaue Wüstengebietschaft. Wie sehen wir denn mit euch aus? 17. Wir sind sogar freundlich zu euch. Sehr gut. Ja, das dauert noch, bis das hier fertig ist. Unser richtiges Gästezimmer. Alter, die Bude sieht aus. Hier, Nora, kannst du mal ganz kurz Arbeit, hier. Kannst du mal kurz wieder putzen? Das wäre schön. Na, jetzt gehst du erstmal schlafen, okay. Aber dann morgen putzen, bitte. Das sieht aus hier. Hilfi. Bloß noch eindrucksvoll. Na gut, immerhin noch eindrucksvoll. Hier sehen wir auch schon, wir müssen bei dem Boden nochmal was machen. Böden. Hier hat man einen wunderschönen Cremeteppich. Dann muss unter die Türen, muss auch noch Teppich. Das sieht nämlich komisch aus hier. Mag ich nicht. Oh, endlich ist hier ein Dach drauf. Immerhin haben wir das geschafft. Der Weg hier ist auch fertig. Sehr gut. Ich muss mal gucken, wo die Leute immer meistens langlaufen, dass ich dort, ja, Fliesenbauer, dass sie schneller sind. Wo läuft sie denn hin? Ach so, ja. Hey, ich muss mit ihm reden. Ja, okay. Ja, ich glaube, das ist nicht beschleunigt durch. Oder vielleicht doch.
Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist es viel Laufweg immer bis dahin. Naja. Ah, ja, fertig? Hast du das Holz hingebracht und dann gehst du pennen. Den Rest machst du morgen, na gut. Wenn du das meinst. Aber immerhin, er geht in sein Gästebett. Das ist schon mal gut. Können wir gucken, wie geht's ihm denn? Ja. Gastfreundschaft ist ja super. Wunderbar. Wow. Was sind jetzt? Flüchtigen gejagt beim Absturz. Nee, am Absturz. Naja, fast dasselbe. Ein Grubenkämpfer namens Laila Parks Clark verdeckt sich aus der Nähe. Sie wird von Piraten der Fraktion der Eule gejagt. Sie fleht um Hilfe und bietet an, deiner Kolonie beizutreten. Biologisch ist sie 37 Jahre alt. Aber sei gewarnt, wenn du annimmst, wirst du gegen die hinterherlaufenden Piraten kämpfen müssen. Ja, wollen wir das tun? Brauchen wir einen neuen Kolonisten? Eigentlich nicht, weil ich keinen Platz habe. Ja, das ist ja... Ich kann halt nicht nachgucken, was sie kann. Das ärgert mich so ein bisschen. Ja, sonst könnte man sich das überlegen. Das ist halt jetzt so russisch Roulette. Immerhin ist sie nicht alt. 37. Das geht schon mal ganz gut. Wie sehen wir denn aus? Ja, wir haben jede Menge Frauen. Eine weitere Frau wäre nicht so gut. Nee, dann nicht. Sorry. Da hast du leider Pech gehabt. Kann ich nicht dafür. Ich muss vor allen Dingen hier oben die Verteidigung nochmal ausbauen. Die ist unheimlich super. Was haben wir hier für einen Händler? Exotische Güter. Da habe ich eine Idee. Hier. Kannst du mal das Körperteil entfernen? Und dann kannst du das verkaufen. Ja, das wird gut. Hier, komm, hier dasselbe. Komm. Körperteil weg. Ich hoffe, die kaufen das. Hier, wo bist du? Chamber. Ist alles egal jetzt. Hier, wie geht's dir? Du müsstest was essen. Das kannst du nachher. Komm, wir müssen jetzt hier mal gerade zusehen, dass wir das Zeug rankriegen. Ja, er ist da unten. Naja, von mir aus. Das ist aber kein Sammelpunkt, nicht? Nee, Sammelpunkt habe ich deaktiviert. Ja, da können wir hier vielleicht, haben die eine Lunge oder so? Was sind jetzt schon wieder? Also Gorilla, ja. Vielleicht können wir ein paar Klingen gegen eine Lunge und eine Wirbelsäule tauschen oder einen Arm für O'Donovan, dass sie wieder nützlich wird. Oder nützlicher, sagt man mal. Mein Moment ist echt ärgerlich. Ja, ja. Ja gut, das hat geklappt. Okay, ist erstmal was. Dann kommt das nächste Ding. Die sind ja eine Weile da hier. Gorilla. Frag erstmal die Schnitterklinge, bitte. Hera muss dann gleich handeln. Auch wenn sie ein bisschen benachteiligt ist. So, Chamber. Ja, genau. Hast du gegessen? Wunderbar. Dann priorisiere jetzt hier. Der Schnitter hier, hat der noch eine Klinge? Der hat auch noch eine Klinge, das ist ja ein Traum. Dann mach das mal. So, Hera, was machst du? Du trainierst gerade den Hund. Sobald der fertig ist, kannst du schon mal gucken, was die Händler haben. Und ob sie die Klingen kaufen. Ja, komm. Mach hinne. Bitte. Komm. Ja, schöne Sniper. Ach, der Hund, komm. Ja, Chamber hat's gleich, wunderbar. Ah, sie schafft das auch jedes Mal, das ist super. Ja, genau. Der macht den da oben auch gleich fertig. Wir reden schon mal mit dem hier. Vorratskapsel. Mit Uran, okay. Nicht schlecht. Bionische Leber, nee, das ist nicht gut. Einfaches Ohr wollen wir auch nehmen. Einfachen Kiefer auch nicht. Was ist das?
Auxiliary AI. Diplomatic. Was macht das? On Glitterworlds, education and training are no longer necessary. Not even for complex jobs. AIs installed in the brain permanently communicate with the user and act as a guide. Requires brain surgery research before installing. Okay. Es ist quasi ein AI-Chip, der bei gewissen Fähigkeiten als Guide hilft und die Fähigkeiten erhöht, ohne dass man sie lernen muss. Für Diplomatik, also für Sozial. Wie teuer ist denn der? Oh Gottes Willen. Ja, ist in Ordnung. Aber hier, Schnitterklinge, kann man verkaufen. 2 Stück. Ah, ist ja hier, weg damit, komm. Verkaufe den Humbug. Leider haben die nichts mit, was ich gebrauchen kann. Eine Leber, falls jetzt hier jemand alkoholsüchtig wird. Niere, Kiefer, es ist alles doof. Glitzerweltmedizin. Nee, die ist so teuer. Normale Medizin hätte ich gekauft. Bauteil. 7 Stück. Ja, why not? Bauteil ist immer gut. Was haben die denn noch? Ein Timberwolf oder eine Elchkuh, das ist beides unwichtig. Berserklanze, Tierstörwelle. Doomsday, Rocketwerfer, das ist ein bisschen zu gefährlich. Gold. Ja, braucht man noch nicht. Braucht man noch nicht. Es dauert auch noch eine Weile, bis wir da sind, deswegen sehe ich davon auch mal ab. Flachbildfernseher. Ein Hightech-Flachbildfernseher mit kristallklarem Bild und starken Farben. Hat einen besseren Unterhaltungswert als ein unscharfer Röhrenfernseher. Ja, so teuer. Ich glaube, dafür werde ich meine Kohlen nie ausgeben. Gut, aber wir können die beiden... Was ist jetzt los? Ach, der hat nicht so viel Geld. Verdammt. Der hat nicht so viel Geld. Wollen wir dann schon mal ein bisschen Gold kaufen? So 10 Stück vielleicht? Ja, mach das mal. Gut, dann haben wir jetzt sein Geld. Die Schnitterklinge hier unten ist schon weg, sehr gut. Wir haben ja gleich hier oben auch noch eine, oder? Gemba, du bist auf dem Weg? Ja, sehr gut. Dann können wir das nachher auch noch mal... hier, trag das mal weg. Nora, wo bist denn du? Du putzt gerade, ist in Ordnung. Hier, trage das Bauteil. Weil das vergammelt sonst. 10 Gold haben wir jetzt schon, das ist sehr gut. Ja, schade, dass sie keine ordentlichen Organe mit hatten. Das ist ein bisschen schade. Na gut. Was können wir denn hier mit dir machen? Nisch, ne? Wie siehst du aus? Modifikationen? Ja, ich kann dich bloß abschalten. Das ist in Ordnung. So, dann haben wir den hier unten noch. Oh, da läuft gerade der Puma rum. Wie geht's dem? Regnet halt immer noch. Das ist doof. Ärgerlich. Gamer, was machst du? Wieso baust du Ist das fertig hier? Oh, super. Alle unsere Mäntel sind fertig. Und wir haben noch 400 Stoff. Okay. Dann wäre als nächstes wichtig Hemden für alle. Hera hat ein Hemd, Büro hat ein Hemd, sehe ich schon, ne? Ja, genau. Hemd und Hemd. Sie hat auch ein Hemd. Sie hat ein Hemd. Sie hat kein Hemd und er hat kein Hemd. Also noch 3 Hemden. Weil ich will eins auf Reserve haben. T-Shirt? Nee, Hemd war das hier. Hemd. Alles löschen. Teufelsgarn. 3 Stück, dankeschön. Und im Anschluss Hosen. Da sehen wir nicht so gut aus. 1 Hose. 2 Hosen. 3 Hosen. 4 Hosen. 5 Hosen brauchen wir. Machen wir das auch gleich mal. Hose. Auch nur Teufelsgarn natürlich. Und 5 Stück. Wieder 4 brauchen wir für die Leute und eine auf Reserve. Ja, dann sind die schon mal geschützt so ein bisschen. Das ist schon mal gut.
Wie sieht's denn hier aus? Bist du zufrieden? Ja, du bist super zufrieden, bist du. Denver mag nicht genügend deiner Kolonisten. Ja, das ist mir wurscht. Das ist mir doch wurscht. Ja, unser Hund trägt fleißig, das ist super. Da ist eine Stitterklinge. Vergammelt da, das ist nicht gut. Dora, kannst du die mal tragen, bitte? Chamber, was machst du? Nix. Habe ich den hier? Pyro macht das. Nein, macht das nicht. Dumm. Wenn, dann macht das Chamber. Chamber kann das wenigstens. Du kannst es nicht. Aber du kannst mal hier bleiben für den Fall, dass der Kollege da unten Bocken macht. Nora, komm mal mit hier runter. Era, du auch. Wer schnappen wir uns denn jetzt? Ich will den Puma weg haben. Ist egal, dass es jetzt regnet. Wir sind jetzt gleich 4 Leute hier unten. 4 Leute werden ja wohl mit dem Puma zurechtkommen. Könnte man hoffen. Da ist Nora. Wo ist denn Hera? Hallo? Hm? Ach da, ich hab sie gar nicht gesehen. Ascht, okay. Ich weiß jetzt auch nicht, was sie gemacht haben. Happy guests will help with work instead of their area if inside of the area. If they are skilled enough, you can disable this or raise the requirement skill in the mods option. Okay, cool. Das ist ja cool. Er macht jetzt. Er hilft beim Arbeiten mit. Das ist nett. Das finde ich gut. Dann sind die nicht mehr so schlimm, die. Ja, Chamber, super. Ja, hier, bleib mal hier. Gut. Und Attacke. Ja, super, geschafft. Okay, Chamber, du trägst das Ding da. Ja, trage die Schnitterklinge. Nora, du trägst den Puma. Und ansonsten macht, was ihr wollt. Achso, hier, ja. Ich muss euch noch auflösen, ne? Hier, ja, geht mal weg. Nur ihr beten. Ah, falsche Taste. So rum. Super. Der Karawanenhändler ist noch hier. Den können wir gleich noch die Schnitterklingen andrehen. Die sind doch jetzt alle hier drin, oder? Ja, wunderbar. Dann kann ich dem gleich nochmal Schnitterklingen andrehen. Wobei der kein Geld mehr hatte, ist ein bisschen doof. Aber mal gucken. Was bist du? Wie weit ist dein Training? 6 von 9. Geht scharf, geht scharf. Wie weit sehen wir denn hier aus? 288. Können wir das hier ja ausbauen, wa? Gucken wir uns das mal an. Ich will das so haben wie unten, so ziemlich. Wie habe ich denn das da überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5 haben wir da gemacht. Hier, wo ist denn das Plantool? Hier. Das wäre hier. 1, 2, 3, 4, 5. Freilassen. Und hier wäre dann die Mauer. Das ist ein bisschen doof. Das passt gerade so nicht hübsch hin, ne? Dann kommen die vor allen Dingen nicht mehr von hier da lang. So richtig gut zumindest. Na, die Mauer müsste dann jetzt hier hoch. Mindestens. Das heißt, das Felsding da müsste weg, abbauen. Ja, das da muss weg, damit man da noch lang kann, dann. Könnt ihr hier dann in eine Doppeltür reinmachen oder so? Oder hier? Dass man einfach hier raus kann. Das könnte man hier natürlich auch machen. Hier noch ein Stück weiter bauen und dann Doppel- oder Dreifachtür dahin aus Stahl. Die hält ja ein bisschen was aus.
Aber das macht eigentlich erst Sinn, wenn man Autotüren hat. Weil die Türen ansonsten die Leute auch unglaublich aufhalten. Und das hier muss auch noch länger. Ne? Das ist nicht lang genug. Wie lang ist denn das, mal davon abgesehen? 18. 18 ist halt echt wenig, ne? Das müsste schon eigentlich auf 30. Wie weit werden das? Wenn wir jetzt sagen, mal 30 machen. Ach, das wäre hier unten. Das ist gar nicht so schlimm. Ja, mal gucken. Ich will jetzt erstmal hier oben das Ding so bauen. Dann muss erstmal hier der Fels abgebaut werden. Das könnte Nora mal kurz machen, ja. Hier, bau ab, bau ab, bau ab. Kein Weg, ja, macht nichts. Bau ab und bau ab. Dann ist das erledigt. Gorilla geht ernten. Oh, ist der Baum fertig? Ah, Traum. Sehr, sehr schön. Achso, Hera. Wunderbar, dass du hier gerade bist. Handle nochmal ganz schnell mit denen, bevor die sich verkrümeln. Wir haben jetzt nochmal zwei Schnitterklingen. Die können wir ja zumindest gegen Gold tauschen, weil ich glaube, Gold können wir gegen alles andere tauschen. Naja, so viel Wert hat das Gold nie, wenn wir es verkaufen. Schnitterklinge. Ja, eine. Dann bräuchten wir Gold im Wert von 720. Ich glaube, 50 Gold braucht man nicht. Ich bin mir nicht sicher. Sag mal, wir wollen 40 Gold kaufen. Müssen mehr kaufen. 45? 45 würde gehen. Okay, machen wir das so. Gut, dann behalten wir eine Schnitterklinge. Hier haben wir noch Gold und Silber. Dann ist das erstmal gut. Oh, hier unser Lager wird langsam eng. Finde ich gut. Nora, welchen Skill hast denn du im Bergbau? 4, okay. Ist gar nicht so schlecht. Bäume fertig, in Ordnung. Der Mechanoiden. Kann die halt noch nicht zerlegen. Das ist halt so ein Problem, ne? Pyroka forscht aber wieder, sehr gut. Achso, ja, weil er hier nichts macht. Wie viel Stoff haben wir? 730. Reicht das für diesen Raum? Böden. Was machen wir denn? Blauen Teppich für Gäste? Das reicht. Wunderbar. Dann haben die Gäste jetzt gleich einen blauen Teppich. Dann kommt das Gästebett nämlich hier rein. Das ist ja dann der Gästeraum. Ist der Gast eigentlich noch da oder ist er jetzt... Hat er sich verpieselt? Ne, der ist noch da. Was hat denn der eigentlich mit? Nix. Okay, gut. Nicht so viel auf einmal, bitte. Das ist ja... Ach hier, der hatte auch kein Neutraminen mit, ne? Mist. Vielleicht Neutramin kaufen? Neutramin braucht man für die besseren Drogen oder halt Medizin. Also für uns wäre dann Medizin natürlich interessanter als die Drogen. Ja, hier tragt das auch schon mal. Was nu? Was? Trägt. Achso. Was ist denn das jetzt? Störung, Winterbiene. Ja, das ist nicht so schlimm. Stimmt, ich habe hier vergessen einzustellen. Handwerksstufe nur 15 oder höher, ne? Ne, dass du das machst hier. Gorilla, du darfst das nämlich gar nicht. Arbeitsrausch ist leider vorbei. Die Windturbine ist im Eimer, aber ich denke, Pyro repariert die eh gleich. Dachte ich. Aber macht er nicht. Nee, er trägt lieber erstmal Stoff da hoch. Trägt. Trägt den Stoff. Naja, gut. Die Batterien werden noch eine Weile reichen, weil im Moment hängt ja bloß die Nähmaschine dran. Nora, was machst denn du? Hast du das hier fertig? Nee. Überall angekrabbelt, aber mehr nee. Wie ist denn deine Arbeit eingestellt?
Ja, die ist gut eingestellt. Sobald du mit Putzen fertig bist, solltest du eigentlich Bergbau betreiben. Das sollte passen. Wie lange bleibt denn er da? Das ist ja Wahnsinn. Wegschicken. Anwerben. Unterhalten. Allen Gästen zuweisen. Mhm. In den Mod-Optionen könnte man was einstellen. Ich will mir das mal kurz angucken. Mods. Hallo? Mod-Einstellungen, da. Qualitätsbilder, Rimfridge, was ist denn das? Hospitality, hier. Minimum Skill for Work is 7, okay. Leaving Gift. Helping. Disable Visitors, okay. Ja, nee, das kannst du, können wir so schon lassen. Was würde er denn helfen? Er nur Zeug, ach, nur Bergbau würde er machen. Aber Bergbau ist da hinten, das macht er nicht. Das ist zu weit weg. Naja, gut, schade. Ja, der Hund hier macht Dreck. Ist auch nicht so schlimm. Dafür Dreck da. Er darf auch Dreck machen. Ah, hier ordentlich Mais in der Hütte, ne? Wenn wir jetzt nochmal irgendwas jagen würden. Ein Stück Muffalo zum Beispiel hier unten. So, eins. Oh, das ist weiblich. Nee, mach das mal nicht. Mach mal die männlichen Muffalos zischt. So. Mir wurscht, wer es jagt. Hauptsache, es wird gejagt. Ah, du hast bald deinen ersten Staubmantel fertig. Sehr gut. Ja, die Händler haben ja leider nichts mehr. Das ist ein bisschen schade. Oh. Stoß ich an hier. Hab mich gerade gestreckt und sei mal vorangestoßen. Ja, wie sieht denn dein Skill aus? Eine 5. Brauchst du noch eine 6, bevor das Ding fertig ist? Wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem schon ganz gut. Naja, was heißt ganz gut? Besser als vorher. Eine 5 ist besser als eine 3. Aber ansonsten, Ja, erstmal Billard spielen. Bin ich gut. Irgendwer schießt. Pyrokal-Jagd, okay. Das ist in Ordnung. Du hast wenigstens eine ordentliche Waffe. Und einen schönen Schießskill. Das Vieh hat sich gerade hingelegt. Boom. Schick. Oh, was ist denn das? Eine Goldader. Oh, verrückt. Mist, ja, ich habe extra Gold gekauft und da ist eine Goldader. Ah. Na gut. Auch eher so suboptimal, ne? Ah ja, gut. Ja, hier, das müsste mal fertig gemacht werden, ne? Jetzt gehen sie, die Händler. Aber ich glaube, wie gesagt, die hatten ja nichts mehr. Was von uns von Interesse wäre. Hast du das Tier nicht mitgebracht? Ach, du hast es am Leben gelassen, okay, ja. In Ordnung. Ich finde das zwar total blöde, sowas. Aber naja, gut, ich habe nicht aufgepasst. Jetzt bei Gorilla im Bett gegessen. Ist ja auch ein Hugo, ey. Ah ja. Gamer macht weiter. Was ist denn das jetzt hier? Gamer. Und Chamber. Hose. Hemd. Wieso machst du jetzt die Hose? Das versteht auch keiner, ne? Ach, machst du gar nicht. Hier. Hier ist irgendwas faul. Ah, hier, Muffalo ist hinüber. Sehr gut. Ausgeblutet. Kann Nora holen. Oder? Was macht Nora? Entfernt den Dreck. Ja. Pfeif mal auf den Dreck und frage das Muffalo. Danach kannst du mal ganz kurz den Bergbau machen. Huch, das nicht. Wo ist das? Bergbau? Hier.
Mach mal Bergbau, bitte. Feuer. Das ist, ja, das ist das Ding, was ich meinte. Da ist gerade die Leitung in die Luft geflogen. Dafür braucht man die Circuit Breaker. Das waren jetzt bloß 2 Batterien. Wenn du später mehr Batterien hast, dann kann man sich vorstellen, was dann passiert. Drum, hier die Leitung hat es zerlegt. Ja, eine schöne Nähmaschine. Kaputt.